Mal gucken, was passiert. Oh, naja. Naja. Ich glaube, einfach raufhauen, wie Bakker das gerade gesagt hat, wäre die einfachere Technik gewesen. Aber gut. Was soll's. Dann hauen wir einfach. Wir hauen einfach nochmal rauf. Komm. Was macht er denn hier? Mensch, Dodo. Lieber angreifen. Die hast du durchschaut. Du könntest zu einem anderen Monster wechseln und einen Doppelangriff versuchen. Ui, jetzt ist es wütend. Ein zorniges Monster wird sein Angriffsmuster wechseln. Pass auf. Zornige Monster nutzen andere Angriffe als sonst. Sie sind zu wütend, um eine Strategie zu befolgen. Oh, ich muss mal kurz die Machtprobe machen. Manchmal kann eine besondere Machtprobe zwischen Monstern stattfinden. Führe die gezeigte Aktion aus, so wie das wiederholende Drücken eines Knopfes, um dein Monster anzufeuern. Das Gewinnen einer Machtprobe fügt nicht nur dem Gegner Schaden zu, es führt auch deinen Bindungsbalken deutlich wieder auf. Leute, ich will jetzt ein bisschen Anfeuerung im Chat haben. Also, für meinen Monsti. Naja, hat auch so geklappt. Oh ja, right on! Na gut, das Programm sagt... Das war doch einfach. Ja, ich merke schon. Müssen wir nicht machen. Okay, jetzt aber hier. Hau mal rauf. Eine Ei-Explosion. Entschuldigung, ja, ich war zu ungeduldig. Du brauchst uns ja gar nicht. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, ich will ja auch vorankommen im Spiel, gebe ich ja zu. Komm, aber er hängt ja schon. Das war irgendwie lustig, ja. Ja, die Animationen sind cool, leider sind sie wiederholend, ne? Also, das wird noch kommen. Oh! Okay, er hat sich selbst geschlagen. Miau, du hast den Velocidrom besiegt. Das beweist, dass du auch ohne Kana auf dich selbst aufpassen kannst. Scheint, als wüsstest du, was es bedeutet, ein Rider zu sein. Es begeht Selbstmord. Ja, irgendwie schon, ne? Nice. GG, herzlichen Dank dafür, Rino. Danke, danke. Ja, okay. Jetzt kriege ich ein Ei. Mal gucken. Ja, wir haben es geschafft. Zeit, ein Ei auszusuchen. In jedem Nest gibt es mehrere unterschiedliche Eier, aber du kannst nur eins aussuchen und mitnehmen. Wenn es ein schweres Ei ist, das gut riecht, ist wahrscheinlich ein seltenes Monster darin. Monstereier können in Monsterbauen gefunden werden. Du kannst immer nur ein Ei gleichzeitig tragen, aber du kannst es gegen ein anderes austauschen, wenn du möchtest. Ein erwachsenes Monster könnte jederzeit in sein Nest zurückkehren, also sei sehr vorsichtig, wenn du das Ei davonträgst. Deine Katze wird jedes Ei, das du aufhebst, beurteilen. Je schwerer und wohlriechender das Ei ist, desto höher die Chance, dass es seltene Gene enthält. Trage das Ei aus dem Monsterbau und es gehört dir. Du kannst es dann bei den Stallungen ausbrüten. Okay, Leute. Ihr kennt das Spiel. Moment, erstmal muss ich ein paar Knochen mitnehmen. Monster Hunter-like, ne? Immer schön looten, looten, looten. Hier hinten waren noch ein paar Pilze oder Blumen oder so. Ah. Immer looten. Immer looten, ne? Leveln, looten und manchmal auch speichern. Das macht die Sache immer leichter. So, hier auch nochmal. Ah, danke. Ihr kennt das Spiel. Ich nehme jetzt mal ein Ei. Mal gucken, ob es strahlt, ob es scheint, ob es gut riecht und wie schwer es ist. Also pass mal auf. Riecht nicht nach viel und wiegt auch noch leicht. Ja, was wollen wir mit dem machen? Ich glaube am Anfang, wir machen noch eins. Ich glaube am Anfang gibt es noch keine wirklich besonderen. So, riecht nicht wirklich nach viel. Wiegt auch nicht wirklich viel. Auch nochmal weiter. Die Katze sagt, wir sollen nicht zu lange hier bleiben. Weiter. Okay. Nee, das wird nicht besser. Das riecht immer noch nicht nach viel und ist immer noch leicht. Eins geht noch, na gut.
Nicht zu lange. Okay, eins geht noch. Oh, Bagger. Bagger, es leuchtet. Ganz schön miefig. Und es ist leicht, aber es leuchtet. Oh nein, die Eier, sie sind alle weg. Was? Okay, wir können auch keine anderen mehr nehmen, weil sie sind alle weg. Spurlos verschwunden. Naja, gut. Das ist es, was du mitnehmen willst. Dann lass uns zurück zum Dorf gehen, um es auszubrüten. Jo. Gute Entscheidung, noch ein Ei zu nehmen. So. Ich weiß jetzt nicht, ob wir beim Dorf gleich ankommen oder wie das Programm das macht. Okay. So, wir müssen ja eigentlich nichts mehr tun, außer zurück zum Dorf. Und dann, sobald ich im Dorf angekommen bin, mache ich natürlich die versprochene Pause. Das ist ja hier gleich um die Ecke, ne? Also deswegen kein Thema. Ich habe es nicht vergessen. Das wollte ich damit sagen, ne? Ich habe es nicht vergessen. Bäuschen kommt. Wir springen nach unten. So. Und wir reiten zurück. Ich hoffe, dass es keine Cutscene gibt, wenn ich da nach Hause komme. Mal gucken. Und wie gesagt, sollte es keine Cutscene geben, stelle ich meine Figur jetzt irgendwo ganz nett hin. Ja, kommt keine Cutscene, dann machen wir Folgendes. Sicher ist sicher, wir kennen die Spielchen ja, wir machen ein Speichern. Wir gehen mal kurz nach Hause, legen uns kurz sozusagen symbolisch hier hin. Zum Bett. Machen ein Speichern, überschreiben. Genau, so. Und das ist der Punkt, wo ich sage, wir machen eine kurze Pause vom Spielchen. Aber dann machen wir gleich weiter. Keine Sorge. Es geht so in 5 bis 10 Minuten weiter, denke ich. Aber einfach mal strecken, ein bisschen bewegen. Ne? Ihr kennt ja die Sachen, die man so machen müsste. So, ich danke euch auf jeden Fall dafür, dass ihr noch da seid, dass ihr gewartet habt. Und dass wir jetzt dem Oberhaupt Gara Bericht erstatten können. Und dann werden wir uns um die 3 Eier, die wir gefunden haben, es waren glaube ich 3, kümmern. Aber erstmal werden wir jetzt dem Oberhaupt Bericht erstatten und gucken, was der uns Schönes erzählt. Wir haben auf jeden Fall die große, gefährliche Höhle überlebt. Und ich glaube, wir kommen an der Fischerin vorbei oder sowas. Die mir ja gesagt hat, sie hat da ein Problem mit den Insekten. Ihr erinnert euch? Schön, dich wiederzusehen, Sarah. Wie ist die Jagd gelaufen? Wir geben es ab. Sehr gut. Kriegen Geld. Geld. 1600 Geldeinheiten. Ich meine natürlich Zenny. Also gut. Zeit, meine Angel auszuwerfen. Ich fange auf jeden Fall ein paar leckere Fische für dich mit. Nett von ihr. So, bevor ich zum Häuptling gehe, ganz kurz nochmal zurück. Ganz kurz. Wir haben ja noch eine Tafel. Geldeinheiten ist schon richtig. Wie gesagt, sie haben ja Zenny zwar gesagt, aber hey. So, wir liefern das Fleisch ab. Danke sehr. Ich will mir doch eine Rüstung kaufen. Wir kriegen hier immer eins auf die Nase, deswegen wir müssen dringend Geld kriegen, um um eine Rüstung kaufen zu können. So. Nee, Quest abbrechen? Nö, wollen wir nicht. Gut, wir können nichts mehr abliefern. Wir können hier nur neue Sachen annehmen. Wie gesagt, ich nehme die an und sehe gleich, wir können eins einreichen. Das haben wir. Wir haben genug Steine. Bring Kohle. Seien wir ehrlich, bring Kohle. Ich lese die Dinger gar nicht mehr. Deswegen alles gut. So. Okay, wir haben alles abgegeben, wir haben abgeschlossen, können wir die... Wir können die Sachen nochmal annehmen. Machen wir dann auch, weil bringt ja Geld. Und bald ein Level ab. Ja, stimmt auch. Stimmt auch. So, aber... Oh, Moment. Keine neue Prüfung. Verdammt, wir werden nicht mehr geprüft. So, jetzt gebe ich aber hier mal bei unserem Chef. Ne? Der Chef wartet doch, da oben steht er wieder. Mal kurz... alles ab, was geht. Und es ist auch noch die Hauptquest, die dann weitergeht. Okay, komm. Yay, you're back! How'd you like your first solo quest? It's pretty wild, right? I was worried you might get lost or something.
I'm super glad to see you all in one piece. Huh, was it easy? You look completely unfazed. Guess there's no denying you're Red's grandkid. You even brought back an egg. Splendid work. Oh, wow, you're right. Huh, I'm a better teacher than I thought. Which is it? Thanks to your teaching or because this is Red's grandkid? Who cares? The newbie did a great job, and that's what counts. What do you think, Kana? They're ready for the next one, wouldn't you say? Really? Isn't it a little too soon for the rookie to handle alone? You should go with them too, just in case. Why so serious, guys? Whatever it is, we can handle it. We've had reports of some recent turf wars in the Pona grasslands. Turf wars? What's that? It's when monsters fight over territory. We've even found badly injured monsters in the grasslands. We can't just let them tear each other apart. It'll be bad news for the island's ecosystem if we do. Let's get moving. I'll meet you at the edge of the village. Jo, neue Aufgabe, aber wir haben erstmal was zu tun. Ne? Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich möchte jetzt Eier ausbrüten. Jetzt, wo die Monster um Reviere kämpfen, scheinen die seltsamen Vorkommnisse auf der Insel kein Ende zu nehmen. Beunruhigt über die schrecklichen Folgen, die das für die Natur der Welt haben könnte, beauftragt Oberhaupt Gara dich, zur Pona-Grassavanne aufzubrechen und mehr herauszufinden. Kampfgefährten. Ein Kampfgefährte ist ein Verbündeter, der an deiner Seite kämpft, Fähigkeiten und Objekte benutzt und dir generell Unterstützung anbietet. Auch Kampfgefährten haben ihre eigenen Herzen. Wenn einer von euch alle Herzen verliert, zählt das als Niederlage. Herzen regenerieren automatisch bei Rückkehr zur Stadt. Ja, so, seid ihr bereit, dass wir uns mal um unsere Monster kümmern, was wir auch immer gekriegt haben? Und die große zweite Frage ist, wollen wir danach mal uns ein bisschen Ausrüstung freischalten? Vielleicht eine schicke neue Rüstung oder sowas? Und Bakka, du bist bereit. Okay, na dann. Schnurre, willkommen. Eier sind bei mir in sicheren Pfoten. Wollen wir uns ums Ausbrüten kümmern? Natürlich. Jo, definitiv. Bin sehr gespannt. Vor allem das Leuchten. Ja, wir haben ja zwei Leuchten. Zwei haben wir. Also gut. Ei ausbrüten. Ich gehe mal von links nach rechts durch. Ein bescheidenes Vogelwibbern-Ei. Wir haben noch ein bescheidenes und noch eins. Also gut, von links. Jetzt geht's los. Und da ist es. Es ist ein... Ja, ein... Velocidrum. So. Wollen wir ihm einen Namen geben, dem lieben Kleinen? Ein Velo. Ein Velociraptor? Oh Gott. Dir ist schon klar, Bakka. Kuckuck ist nicht schlecht. Ich hätte es fast Velo genannt, aber Kuckuck ist nicht schlecht. Gut. Ja, Muffel können wir vielleicht beim nächsten Mal haben. Mal gucken wir mal. Also hier oben ist ja schon Kuckuck. Komm, der wird erstmal, wir können es ja später noch umbenennen, aber Kuckuck. Komm, das ist erstmal Kuckuck. Jetzt kommt's. Achtung, ich vermute hier, warte. Ich gehe mal noch nach ganz rechts. Ich vermute, da kommt jetzt der nächste. Oh, plus eins. Habt ihr gesehen? Plus Muffel. Das wird Muffel. Das wird Muffelchen. Das ist so gut. Muffel. Ich rate mal, beim nächsten kommt wieder der Dodo. Aber wir werden sehen. Hier. Nummer 3.
Angriff plus 1. Ja. Okay. Wie soll er heißen? Ich meine, der ist geschlüpft und ist gleich voll ausgewachsen. Klar. nur so viel. Wir packen sie zwar jetzt ins Team rein, aber ich weiß noch nicht, ob sie drin bleiben. Dori. Dori gefällt mir. Komm. Ist auch ein plappernder Fisch. Passt schon. Alles gut. So, jetzt gucken wir mal. Monstergruppe bearbeiten. Tausche Monstis in deiner Gruppe gegen andere aus der Stallung. Drücke Minus, um eine häufig genutzte Gruppenbesetzung als Voreinstellung zu speichern. Voreinstellungen ermöglichen das schnelle und einfache Tauschen der ganzen Gruppe. So, wir haben nicht wirklich andere als die, die wir schon haben. Wir packen die daher einfach mal alle rein. Ganz ehrlich, es macht, glaube ich, keinen Sinn, dass wir die nachher drin haben. Wir werden die austauschen. Ne? Also deswegen, alles wird gut. Coole Namen, ja, finde ich auch. Danke, Backer. Wirklich schön. Sind gute Namen, ja. So. Ich stelle sicher, dass deine Monstis gebadet, geduscht, gefüttert und schnurstracks verwöhnt werden. Ja, verwöhnt. Überlass das nur mir. Cool. Gut. Können die alle fünf gleichzeitig? Nein, das ist wie bei Pokémon. Du hast immer nur einen, der kämpft und du kannst die austauschen. So, also. Achso. Doch, der hat ja auch verkaufen. Warte mal. Sei nicht schüchtern. Komm rüber. Überlass das Schmieden und Verbessern einfach mir. Willkommen in der Waffenschmiede. Wenn du Kana gewachsen sein willst, versuch mit einem Schild und einem Schwert. So, einmal kurz gucken, ob wir irgendwelche Wertobjekte verkaufen können. Nein, Talismane haben wir. Oh. Oho. Halt. Moment. Ja, danke. Ich komme gleich wieder. Moment. Diesmal anders, nicht? Bitte kommen Sie bald wieder, sondern ich komme gleich wieder. Was haben wir denn hier? Gesunder. Erhöht maximal TP etwas. Hebt Gestank auf. Ui. Und hebt Verbrennung auf. Ich nehme mal gesunder. Ich kenne mich doch. TP ist immer gut. Bedank dich nicht zu früh. Naja. Abwarten. So, jetzt können wir mal ein bisschen... Wertobjekte hatten wir geguckt. Talismane. Also, pass mal auf. Ich verkaufe mal, weil wir brauchen gleich Geld. Ich weiß das, weil als ich das letzte Mal einen Teil gespielt habe, wie gesagt, man braucht Geld. Okay, passt auf. Passt auf. Stellen wir Waffen her? Oder stellen wir Rüstung her? Ich glaube, eine Rüstung wäre sinnvoll. Wenn wir eine Rüstung uns craften. Weil das Problem ist, wir kriegen hier ziemlich aufs Maul, wenn schon niedliche kleine Insekten Probleme machen. Ne? Wir können ja auch gucken, ob wir die verbessern können, aber ganz ehrlich... Ne? Bin ich gerade im Verbessern? Ach, verkaufen! Entschuldigung, ich wollte nicht verkaufen, ich wollte schmieden! So, Rüstungsschmied, genau. Vielleicht erstmal eine Rüstung und mal gucken. Guckt mal, ach Gott! Die hier! Diese Rüstung, ja? Ich habe doch gerade gesagt, ich habe in Monster Hunter Rise wie wild die Nahabras gesammelt und gesucht, diese Insekten, weil ich wollte diese Rüstung craften. Es ist die gleiche. Es war ein Kampf, die zu finden bei Monster Hunter Rise. Aber gut. Jetzt geht's los. Also, passt mal auf, die Dinger verteidigen. Ich glaube, die Werte hier mit Verteidigung, dass die gegen Wasser, Feuer und so weiter sind, ich glaube, das ist noch unwichtig. Das könnte später wichtig werden, wenn wir gegen größere Viecher antreten. Es gibt die Knochenrüstung. Die Rider-Rüstung haben wir gerade an. Die Lederrüstung. Mal kurz gucken. Knochen hat 12. Leder hat 16 und die hier hätte 23. Also hier geht es wirklich nach ganz strikt... Oh, es gibt übrigens noch die Velocidrom-Rüstung, wie ich gerade sehe. Ganz, ganz strikt von den Werten her. Also wenn wir nach den Werten gehen, ist es Kululu oder der Käfer?
Ja, geht's ums Aussehen oder geht's um die Werte? Ich würde sagen, es geht um ein bisschen von beidem. Also, ich möchte meine Figuren nicht wie ein... sehr schicke Rüstung. Ja, sie sind eigentlich alle ganz nett. Aber trotzdem, ich will eine ganz ästhetische Rüstung haben. Eine, wo ich sage, die gefällt mir. Ich sag deswegen, es geht um beides, weil du kannst hier später dann die Rüstung verbessern und dann kriegt sie, wie man sieht, auch wesentlich bessere Werte. Also du kannst auch sagen, wenn dir die Rüstung gefällt, nimmst du die weiter und lässt die aufsteigen. Das geht, glaube ich, bis zu 3-mal. Dann müsste man danach die Rüstung tauschen. Ja, weil dann musst du gucken, was gibt's denn gerade für eine bessere Rüstung und die kannst du dann auch upgraden. So habe ich das zumindest in der ersten Anspielversion mitgekriegt, aber ich weiß das ehrlich gesagt nicht, was wir machen, weil ich sag mal so, vom Optischen her, also das Kopfteil wird bei mir ja immer ausgeblendet, nur mal so, damit ihr es wisst, vom Optischen her weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, die hier hat schon was, die Lederrüstung. Aber die hier haben halt bessere Werte. Die sind alle ganz nett. Ja, also sie haben sich Mühe gegeben. Ich muss sagen, sie haben sich wirklich optisch Mühe gegeben, die ganz nett darzustellen. Wie gesagt, sie sind angelehnt an das, was du aus den anderen Monster Hunter Teilen kennst. Die gibt es bei Monster Hunter Rise, die gibt es bei Monster Hunter Rise. Die Lederrüstung gibt es, glaube ich, auch, obwohl die, glaube ich, da ein bisschen anders aussieht. Die gibt's auch und die gibt's ebenfalls. Also es gibt die alle irgendwie. Die Rider-Rüstung gibt's nicht, die gibt's nur, wenn du das Spiel hier hast. Also wenn du Stories hast, dann wird die auch bei Rise freigeschaltet. Du findest die Käfer oder den Kulu. Knochen sieht auch cool aus. Ja, stimmt, Knochen sieht auch cool aus. Nur mal so. Dann lasst uns doch mal hier die hier nehmen. Der Schleier kommt ja weg. Wie wäre es mit der? Ich weiß nämlich nicht, ich kann mal kurz gucken. Doch, wir können die sogar craften. Guck mal, die ist craftbar. Weil du musst noch die Ressourcen dazu haben. Das ist jetzt das Gemeine an der ganzen Sache. Sie sind beide craftbar. Genau, Knochen sieht aus wie Ägypten. Ja, das ist richtig. Die sehen hier auch, die hier sieht auch irgendwie so arabisch angehaucht aus, ne? Also mit der Rüstung, wenn wir die craften, fallen wir zumindest im Dorf definitiv auf. Ne, das müssen wir jetzt auch mal sagen. Im Dorf sind sie ja alle karibisch sehr leicht angezogen. Wenn wir jetzt diese Rüstung hier tragen, wir hätten dann definitiv einen Vorteil. Ja, wäre viktorianisch, das ist richtig. Ich glaube, deswegen würde ich die hier nehmen. Die passt noch so halbwegs ins Setting, denke ich. Mit einem Punkt Verteidigung weniger kann ich, glaube ich, leben. Komm, ich versuch's mal mit der. So, wir bauen. Achso, den habe ich nicht. Oh, Moment. Lass mal ganz kurz. Vielleicht habe ich eine Überlegung, die falsch ist. Lass mal kurz was gucken. Genau, weil beim Verbessern brauchst du die Materialien nämlich auch nochmal. Ah.